So, heute mal ein kleines Video zum Thema Router-Reparatur. In dem Fall die Fritzbox 7390. Erstmal kurze Fehleranalyse. Wir haben hier 12 Volt. Dann stecken wir das Ganze in Strom. Und wir sehen da maximaler Strom fließt. Da könnte wahrscheinlich noch mehr fließen, wenn ich meinen Power Supply hier noch mehr liefern würde. Und jetzt mache ich das Ganze mal auf. Ja, hier sind zwei Schrauben. Oh, hier ist der Fuß weg. Scheiße. Also hier oben sind zwei Schrauben und dann sind jeweils noch zwei Schrauben unterm Fuß und den Fuß hier verloren. Das ist schade. Naja, ja, jetzt mache ich das mal auf und dann gucken wir da mal. Also, was man machen muss, um den Fehler rauszufinden. Also man kann das jetzt richtig reparieren, ich brauche das nicht. Für mich ist nur wichtig, dass ich die Konfigurationsdatei hier rausbekomme. Damit ich die in den Ersatzrouter einspielen kann, damit ich mir nicht alle Einstellungen nochmal neu ausdenken muss. Was normalerweise passiert ist, ist, dass hier einer von den Capacitors, wie heißen denn die, Kondensatoren kaputt geht. Und wenn man jetzt ein normales Netzteil hier anschließt, das liefert nicht genug Strom, dass man da den Fehler für finden kann, weil normalerweise wird der entsprechende Kondensator halt bombenheiß. So dass man ihn nicht mehr anfassen kann, aber dafür muss halt auch eine Menge Strom fließen und das bisschen, was da das Netzteil, was original dazu gehört, macht, das reicht quasi meistens nicht aus. Deshalb, wie gesagt, den hier ran, dass der irgendwie ordentlich glüht und dann hier mal und dann halt hier mal so durchtesten. Also hier vorne ist auf jeden Fall sind zwei Widerstände, die werden schon mal gut warm. Die werden auf jeden Fall knaller warm. Auch nicht dafür ausgelegt, dass da 5 Ampere rüberlaufen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier mit der Isopropanol-Methode gut finden. Da habe ich doch gerade was gehört. Aha, da haben wir den Verdächtigen. Aus. Also ne, überall ist das Isopropanol noch drauf, also das ist halt hier so ein spezieller Alkohol und mal die Kamera umschalten und der hier, wenn man da das Isopropanol drauf gießt, dann macht er dann zischt das regelrecht. Also kann ich ja mal nochmal gucken, ob man das hier mitbekommt. Ja, und überall anders bleibt es halt, aber da sozusagen geht es unmittelbar weg. Jetzt kann man mal nochmal auf der Rückseite gucken, ob hier eventuell auch noch. Tja, wer Isopropanol hat, ist klar im Vorteil, aber wie wir sehen, hier dunstet nichts unmittelbar weg. Also ist es der und den werde ich jetzt mal gucken, was ich damit mache. Also wie gesagt, das ist tatsächlich die einfachste Möglichkeit und wenn man jetzt hier, also ich nehme mal hier einen Kondensator, von dem ich vermute, dass der in Ordnung ist. Wenn ich hier quasi messe, dann halt da keinen Durchgang, ne, da piept nichts und wenn ich an den rangehe, dann halt da, man kann es jetzt nicht sehen, 0,1 Ohm, ich mache mal hier auf, dass er piept und halt hier einen Durchgang. Ich hoffe, man kann das auf dem Video sehen, aber... Naja, und ich garantiere, wenn ich jetzt den ablöte, dass das Ding dann wieder ganz normal sich anschaltet. Weil das in der Regel nur so ein Filterkondensator für das Netzteil ist irgendwie. Also, dass da irgendwas abgefedert wird, keine Ahnung, irgendwelche Schwingungen, die da nicht hingehören oder... Spannungsspitzen rausgefiltert werden, was auch immer. Es gibt verschiedene Gründe, warum man da so ein Ding dran haben kann. Und 300, oh, mal ein bisschen mehr. 50 und 450. Also, für den geneigten da mit so einem Heißluftföhngerät. So, gucken wir mal, ob man das hier sehen kann. Bitte die dünne Qualität zu entschuldigen, aber der das gleiche Problem hat wie Ecke, der wird sich darüber freuen, lieber ein schlechtes Video als ja keins zu haben. Insofern
Come on, baby. Reicht nicht. Also doch 500, volle Pulle hier. So, und ab über. Und jetzt schalten wir ein und dann gehen garantiert die Lampen wieder. Der ist noch sehr heiß. Und er läuft wieder. Tata! Naja, krass, aber so ist das halt. Und jetzt kann man halt hier theoretisch einfach da nochmal einen anderen Kondensator drin machen. Ich weiß nicht, was da für eine hingehört. Ich werde da jetzt mal prophylaktisch irgendwie einen was Kleine drin machen. Und das Ganze dann wieder zusammenbauen. Aber ja, so kriegt er den zumindest wieder ans Laufen. Die Frage ist halt immer, was hat der für einen Wert? Ne? Das weiß man halt leider nicht. Man könnte sozusagen mal gucken, ob sozusagen irgendwo auf dem, wenn man irgendwie ein Schlachtgerät hat, irgendwie, dass man ihn findet, der so halbwegs die gleiche Größe hat, so von der Dimension. Aber nur weil der gleich groß ist, heißt das nicht, dass der den gleichen Fahrradwert hat. Also insofern, ja. Naja, wenn man da den richtigen jetzt machen, reparieren würde, dann würde danach das Gerät eigentlich auch wieder zuverlässig funktionieren. Aber wie gesagt, kann man nicht genau sagen. So, also er läuft wieder hier mit WLAN und allem drum und dran. Ich finde ihn auch im WLAN wieder. Also als wenn nie was gewesen wäre. Also Reparatur erfolgreich. Das war's, soweit die Reparatur. Ich hoffe, ich konnte helfen. Viel Spaß beim Bauen und entschuldigt die schlechte Qualität. Naja, und wie immer hier den Scheiß mit abonnieren und so.